Unfassbar. Liebe Mitbürger, liebe Freunde, letzte Woche habe ich eine Nachricht erhalten, die mich frösteln ließ. Kanada will aktive Sterbehilfe legalisieren, wenn bei Personen, auch bei Minderjährigen, Gefühle der Einsamkeit, Armut oder Depression vorliegen. Wenn sich eine Person zum Beispiel etwas niedergeschlagen fühlt, weil sie gefeuert wurde oder ein Freund die Beziehung beendet hat, dann kann sie einfach einen Arzt anrufen, um eine Pille zu bestellen, um ihr Leben zu beenden. Eine verkorkste, emotionale Entscheidung kann ein wunderschönes, junges Leben beenden. Sterben wird so einfach wie die Einnahme von Aspirin, wenn Sie Kopfschmerzen haben. Unfassbar. Kanadas Euthanasiepläne sind kein Einzelfall. Seit Jahren setzen sich linke Lobbygruppen in der Europäischen Union dafür ein, Menschen das Recht einzuräumen, ihr Leben zu beenden, wann immer sie wollen. Die Pro-Euthanasie-Lobby machte es möglich, dass ein 17-jähriges niederländisches Mädchen wegen einer psychischen Erkrankung Selbstmord begehen konnte. Dieselbe Lobby ermöglichte es auch, dass das Bundesverfassungsgericht entschied, dass Personen, die Dienstleistungen zum Selbstmord anbieten, straffrei bleiben. Anstatt eine anständige psychiatrische Versorgung zu gewährleisten, beenden sie einfach das Leben eines jungen und geplagten Menschen. Die Europäische Union scheint stark von der kanadischen Regierung inspiriert zu sein und versucht, alle kanadischen Aktionen zu kopieren. Das haben wir schon bei den Covid-19-Maßnahmen gesehen. Und es ist meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, bis die europäischen Bürokraten auch unseren Ärzten eine Freikarte für die Durchführung der aktiven Sterbehilfe geben. Aber hier ist eine rote Linie überschritten. Hier ziehe ich, wie auch beim Thema Abtreibung, die Reißleine. Denn vor 10 Jahren bin ich in die Politik gegangen, um zu versuchen, unsere christliche Identität zu wahren und den Hilfebedürftigen in unserer Gesellschaft eine Stimme zu geben, nämlich den Kindern, den Alten, den Behinderten, den Ungeborenen, den mit einem zusätzlichen Chromosom Geborenen, den Zwangsprostituierten und den Armen und Obdachlosen. Und es würde dem Europäischen Parlament gut anstehen, sich auch um diese Menschen zu kümmern, die keine Lobby haben, anstatt ihr Leben zu gefährden. Wenn wir aber den Bürokraten erlauben, nach Gründen zu suchen, warum man diesen Menschen Sterbehilfe ermöglichen sollte, dann zerstören wir die Fundamente unseres christlichen, respektvollen, menschlichen und friedlichen Miteinanders. Fundamente, die in unseren christlichen Traditionen grundgelegt sind und viel länger existieren als diese irrsinnigen europäischen und kanadischen Woken-Bewegungen. Doch was ist zu tun? Wir dürfen vor diesen bestürzenden Entwicklungen einer enthemmten, aktiven Sterbehilfe und der Abtreibung nicht länger die Augen verschließen. Als vom Volk gewählte Politiker haben wir die moralische und gesetzlich übertragene Verpflichtung, unsere Bürger zu schützen, und zwar alle unsere Bürger. Auch diejenigen, die wir vielleicht als Last betrachten. Diese Verpflichtung gilt umso mehr, wenn unsere Bürger auch aufgrund der verantwortungslosen EU-Politik mit Einsamkeit, Traurigkeit, Depressionen, Armut und den zunehmenden Nebenwirkungen der Covid-19-Impfungen konfrontiert sind. Und nicht vergessen, der Einzige, der über Leben und Tod entscheiden sollte, ist Gott. Nicht Herr Trudeau, nicht Frau von der Leyen. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, aber bei aktiver Sterbehilfe und bei Abtreibung ist meine Geduld zu Ende. Das Leben sollte geschützt und nicht zerstört werden. Liebe Freunde, bitte unterstützen Sie mich in diesem Kampf für das Leben. Ihr Joachim Kuss.